Die DSGVO, die Europäische Datengrundverordnung, ist in aller Munde und wird jetzt, wo sie bald in Kraft tritt, immer mehr diskutiert. Was Florian und ich dazu denken und wie du dich gut darauf vorbereiten kannst, erfährst du in dieser Folge. Also schnall dich an, wir wählen uns an. Ein wunderschönen, da ist der ja Marco aus dem moin aus Hamburg. Unheim. Hier ist der Florian bei einem Gespräch unter Freunden. Es ist wieder eine neue Woche und es gibt wieder Spannendes zu berichten. Ne? So ist es. Also bei mir ist die Woche tatsächlich geballert voll, also das kann man anders nicht sagen. Und was ich aber auch echt spannend finde, also heute war es so schön grau und es fing schon wieder an zu schneien. Und ich habe mich aber trotzdem jetzt rausbewegt, mal eine Runde. Und pünktlich zum Podcast aufnehmen, kommt so wieder richtig schön die Sonne raus. Also das ist, Leute, wenn ihr selber noch keinen Podcast produziert, dann überlegt allein mal des Wetters wegen, ob ihr das nicht vielleicht vorhaben solltet. Genau. Was habe ich gestern gelesen? Es gibt keinen kalten Punsch und keine warme Bowle. Ne? So ist es. Oder wie schrieb gestern ein Kumpel zu mir, das fand ich auch ganz schön, diesen Satz: Karo Hemd und keine Frau, wir studieren Maschinenbau. Und genau dann, so kenne ich das Maschinenbaustudium auch noch. Karo Hemd und keine Frau, wir studieren Maschinenbau. Naja, so. Hatte ich also schon einen schönen Start in den Tag heute. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und diese Frage, gibt es keinen kalten Punsch und warme Bowle, finde ich auch super. Immer wieder alles hinterfragen. Warum gibt es eigentlich keine warme Bowle und keinen kalten Punsch? Ne? Obwohl, einen kalten Punsch kann es ja schon geben, ne? Wenn der kalt wird. Ne? Wir müssen, genau, also einen kalten Punsch kann es auf jeden Fall geben. Das ist technisch auch nicht so schwierig. Und warme Bowle, könnte ja genauso passieren. Na, wenn du im Sommer einfach die Bowle irgendwie am falschen Ort oder so lange stehen hast. Jetzt baller dich mal raus. Fragte ein Sohn seinen Vater, ne? Fragte ihn so: Papa, sag mal, warum gibt es eigentlich so viele Arschlöcher auf der Welt? Und dann meint der Vater: Weil die Welt sonst nie fertig wird. Hammer, oder? Also das Kind fragt den Vater. Nochmal. Warum gibt es so viele Arschlöcher auf der Welt? Zu dem Papa, ne? Und dann antwortet der Papa: Weil ohne Arschlöcher die Welt nicht fertig wird. Den muss ich unbedingt mit dir teilen. Oder? Weil, ohne Arschlöcher die Welt nicht fertig wird. Finde ich super, oder? Mhm. Ja, die haben so diese Umsetzungsenergie. Ja. Da ist auf jeden Fall was dran. Also da setze ich mich auch viel mit auseinander. Also weil tatsächlich, ich auch so auf der Seite dieser in Anführungsstrichen Gutmenschen stehe, die ja mittlerweile ist es ja ein Schimpfwort. Ich muss gerade sagen, Jan-Marco, da haben wir eine schöne Geschichte zu sein. Gutmensch, ne? Habe ich gestern auch noch gelesen. Dann sagte gestern einer, ich bin ja ein Gutmensch, ich bin also auch so ein Trendsetter. Ich sage immer, wo es hingeht, ja? Und sage immer, was so die nächsten Schritte sind, aber ich gehe nicht mit. Mhm. Oder? Ey, was haben wir für einen Spaß heute? Sammeln können, das ist unglaublich. Die sind Hammer, oder? Ich bin immer auf der Suche nach guten Sprüchen. Aber super, oder? Ich bin Trendsetter. Ich mache überall. Ich mache alles. Sag überall den Leuten, wo es lang geht. Und dann Pause. Gehe aber nicht mit. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, oder wo er auch das sagt, genau, der alte Investmentbrief, ne? Oder hier Aktienbrief. Was ich auch geil fand, war die Sache, wo er sagte, ich fahre Elektroauto. Und dann sagte irgendwie die Frau so, und ich fahre lieber Fahrrad, weil das ist CO2-neutral, ne? Und sagte, ich fahre lieber mit dem Auto. Und dann meint sie, aber beim Elektroauto fährst du ja auch die Braunkohle quasi wegen der Stromenergie, weißt du? Das heißt, du fährst im Elektroauto und haust ja eigentlich auch durch die Kohlekraft, wird Strom erzeugt, weißt du, und damit fährst du ja quasi auch nicht CO2-neutral. Ja, klar. Das fand ich super. Ja, das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Ja. Mhm. Ja, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sag dir auch ganz klar, warum, also beziehungsweise du kannst es wahrscheinlich auch schon denken.
Aber ist ja immer ganz gut, wenn man trotzdem alles mal kurz auflöst. Weil ich kenne diese Diskussion zum Beispiel auch von Mülltrennen. Und dann gab es so Kandidaten auch gerade früher in der WG, die haben gesagt, ey, ich trenne meinen Müll nicht, das wird doch sowieso alles wieder zusammengeschmissen. Ja. Und das stimmt zu Teilen tatsächlich auch, aber eben auch wieder nicht komplett. Aber zum Teil ist es halt so, weil zum einen die Müllanlagen oder Müllverbrennungsanlagen heute zum Teil gar nicht mehr genügend Müll kriegen, ja. Und dann anfangen, aufwendig irgendwie Müll von woanders zuzutransportieren oder zuzukaufen, was ja auch nicht ganz im Sinn des Erfinders ist. Und zum anderen, weil natürlich auch nicht all der getrennte Müll wirklich weiterverwertet werden kann. Und dann, genau, und die Übermengen werden natürlich dann auch einfach wieder verwertet oder verbrannt. So, aber das Problem bei der Sache sehe ich halt da, wenn du das jetzt halt jedem erzählst und wieder breit aufs Brot schmierst, dann ist das als Information sicherlich richtig. Aber wenn dann plötzlich alle anfangen, ja, jetzt schmeißt es wieder zusammen, dann ist halt auch wenig hilfreich. Und jetzt ist es eben so, dass du Strom ja auch anders erzeugen kannst als mit Kohlekraft. Und wenn jetzt alle sich darauf berufen, ach naja, wenn das eh mit Kohlekraft gemacht wird, dann kann ich auch weiter mein SUV fahren, ist es halt auch nicht wirklich hilfreich. Auch wenn es natürlich inhaltlich, glaube ich, niemand CO2-neutral Auto fährt, weil allein richtig, die Produktion richtig. Und alles ja schon richtig, auch nicht ja. CO2-neutral ist. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Genau. Okay. Meister, ich hatte es ja schon ein bisschen angekündigt und aus zumindest für mich aktuellem Anlass wollte ich hier ganz kurz mal auf die DSGVO eingehen. Wo ich ja fast wette, dass du dich da genauso gut wie fast alle oder die Mehrheit der betrifft, nicht so wahnsinnig gut auskennst. Ich auch nicht. Mehrere Worte jetzt eingelesen, ich bin ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet. Ne? Ja, perfekt. Dann habe ich ja genau den richtigen am Kanal. Ne? Dann, also wirklich, find ich super brennend. Und da haben mir natürlich viele auch zu Recht vorgeworfen. Haben gesagt, ja, Marco, alle, die sich jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, die haben ja die letzten 2 Jahre gepennt. Und das ist tatsächlich auch wahr, also wie rein technisch gesehen. Ich weiß nicht. Also finde ich nicht so. Also weiß ich auch nicht, aber es ist sowieso ja ich immer Beispiel, alles. Ich habe doch spannende Themen. Ich habe zum Beispiel das Thema Kunden jagen, Kunden fangen, dieses ganze Wording. So Thema Kunden, das bewegt mich gerade, wo ich immer wieder höre, da müssen wir Kunden fangen, Kunden jagen. Also so, ich mir denke, nee, man muss Kunden nicht jagen oder diese ganzen Wordings, Tripwire, Stolperdraht und so. Das habe ich als Thema. Und das zweite war das Thema, dass die nordafrikanische Schweinepest vor der Tür steht und die Bundesregierung gestern ein Gesetz verabschiedet hat, dass 75% aller Wildschweine getötet werden sollen in Deutschland. Problem ist nur, das geht nicht, weil, ich sagte mein Förster zu mir, das Reh hat Volksschule, das Wildschwein hat Abitur. Und die sind so clever, die Wildschweine, dass du die halt nicht kriegst. Weißt du? Und das sind so meine beiden großen Themen gewesen. Oder ja, halt auch die Frage, Fall, also die mich heute bewegt hat, kann man alles besitzen und gleichzeitig frei und unabhängig sein? Das hatte ich heute als Themen mitgebracht. Ja, weil ich denke halt so, das ist auch eine super Frage. Diese ganzen Verordnungen und so, ich bin da nicht so ein Fan von. Also ich weiß nicht, ob man da, ja, ich stehe dem sehr, sehr kritisch gegenüber dem Thema. Aber wenn du das möchtest, kannst du ja gerne darüber berichten. Also das, ich denke gerade nur so ein bisschen so, ja, also ich finde das jetzt nicht so relevant. Also ich könnte jetzt keinen dir sagen, für den das jetzt interessant ist aus meinem Bekanntenkreis. Außer du sagst, Mensch Flo, das sollte aber wichtig sein. Kann ja sein, höre ich dir gerne zu. Ja, also ich wollte es gerne mit dir diskutieren, also jetzt gar nicht, dass ich einen Vortrag halte, also ich bin auch ganz definitiv nicht der ausgewiesene Experte und müsste an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass ich hier keine Rechtsberatung mache und auch nicht, selbst wenn ich es könnte, es trotzdem nach deutschem Gesetz nicht dürfte. Genau, aber mich interessiert es halt sehr und ich treibe mich im Moment sehr damit um, weil ich mich lange Zeit tatsächlich wusste, dass da was kommt und dass da ja einiges im Gange ist. Und es ist ja auch richtig, dass wir uns jetzt in den letzten 2 Jahren auch schon immer mit der Thematik befasst haben. Und das Spannende ist, dass da eben auch viel gemacht wurde, was noch gar nicht nötig war. Also ich habe tatsächlich heute gelernt, dass bisher ein Double Opt-in nicht wirklich verpflichtend war nach deutschem Recht, was viele nicht wissen. Und aber immer ein riesen, also ich hatte sogar mal so einen Kunden, der sich riesig aufgeregt hatte, wie ich denn in seinem, wie er denn in meinem Newsletter gelandet wäre und so weiter und so fort und dann mir auch was vom Anwalt und so erzählt hat, sich dann aber nie wieder gemeldet hat und wahrscheinlich hat der Anwalt ihm dann auch irgendwie mal Informationen gegeben, was ich aber selber auch bis heute nicht wusste, dass es tatsächlich noch gar nicht rechtsverbindlich war. Und das zweite ist halt auch diese Cookie-Leisten, die jetzt viele auf ihren Seiten haben.
wo ganz viele immer Angst haben, dass wenn sie die nicht richtig anbringen, dass sie eben dann auch abgemahnt werden. Die werden tatsächlich auch erst richtig relevant dann ab dem 25.5. Oder 28.5. genau. Also das heißt, bis jetzt ist es doch so in so einem Umstellungszeitraum. Und jetzt hatten natürlich ganz viele Angst, dass jetzt, wenn die neue Verordnung kommt, dass wir jetzt dann erstmal die ganze Webseite mit allen möglichen von diesen Leisten und Pop-ups und sowas zupflastern müssen, weil wir dürfen ja gar keinen dann mehr auf unsere Webseite lassen, wenn die nicht datenschutzkonform ist oder wir nicht über die Datenschutz aufgeklärt haben. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Änderung. Und da wurde eben halt gesagt, das ist gar nicht so stark so. Man muss halt auf bestimmte Sachen hinweisen. Und insbesondere wäre es wohl jetzt auch schon so, dass wenn man Facebook Pixel zum Beispiel verbaut, dann sollte man da auf jeden Fall drauf hinweisen. Also der ist auch jetzt schon abmahnfähig. Das sind alles so spannende Sachen, wo ich mich bis jetzt immer nur so ein bisschen am Rande befasst habe. Muss ich dazu sagen, jetzt bewege ich mich seit 16 Jahren im Umfeld der Webseitenerstellung. Und ich habe in 16 Jahren so viele Sachen gesehen, dass ich da wirklich mit einer hohen Kompetenz sagen kann, nach 16 Jahren, kräht der Hahn morgens auf Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Oder ich habe schon in 16 Jahren so viel erlebt und ich habe in den 16 Jahren bei knapp 5000 Kunden nicht einmal ein Problem gehabt in irgendwelchen Bereichen. Und ich finde das halt immer wieder spannend. Für mich ist das wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Klar ist es wichtig, klar ist auch Datenschutz wichtig, aber ich nehme mal ein großes Beispiel an amerikanischen Unternehmen wie Facebook, Google, die marschieren einfach los und Amazon und machen und machen und machen. Und dann kommt ganz langsam das Recht hinterher, dann werden sie verklagt, dann reagieren sie nicht drauf. Also ich habe sofort immer gedacht bei diesem Fall, so während die Schlauen noch überlegen, wie sie die Burg einnehmen, sind die Dummen schon drin. Und genau die Leute in meinem Umfeld beschäftigen sich damit, in meinem Bekanntenkreis, die sonst nichts auf die Kette kriegen. Die quasi, die bauen das auf. Oh, habt ihr schon gehört und so. Habe ich so gefragt, ja, wie viele Adressen hast du denn überhaupt? Ja, nee, ich habe noch gar keine Adressen. Ah ja, okay, interessant. Und hast du eine Webseite, machst du Umsatz damit? Nee, mache ich nicht. Ja, aber du musst dich auf jeden Fall darum kümmern. Mach am besten mal ein Workcamp direkt auf und so. Also ich bin da sehr, 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 sehr kritisch und in meinem Umfeld ist es halt so, immer wieder mit diversen Leuten darüber jetzt auch gesprochen in den letzten Wochen, dass genau die Leute sich damit beschäftigen, die sonst nichts auf die Kette kriegen. Sage ich mal ganz frech so heraus. Das ist so meine Meinung dazu. Also da ist auf jeden Fall auch was Wahres dran. Ich habe drei wichtige Punkte, warum es tatsächlich jetzt auch für mich relevant geworden ist. Bis jetzt habe ich halt tatsächlich gedacht, ja, ich versuche ja eh immer mehr jetzt, wie Google und Amazon und die ganzen großen und Facebook und sowas zu spielen. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen in der Steueroptimierungsfolge mit rausgehauen. Ja, also das einfach, wie die so denken und agieren. Ja, da kann ja jeder für sich beurteilen, wie er das jetzt moralisch irgendwie findet und wie das so ist. Tatsächlich versuche ich mich aber einfach immer mehr da einfach reinzudenken. Und jetzt ist der Riesenunterschied, und das ist der erste Punkt, der wirklich relevant ist, weil sagen wir mal, ich und mein Umfeld und meine Zielgruppe sind halt ganz viel tendenziell Einzelunternehmen. Das sind nicht alles Einzelunternehmen, aber eher kleinere Unternehmen. So, ein Amazon, ein Google, ein Facebook, ein Microsoft und wie sie nicht alle heißen, die interessiert es nicht so wahnsinnig, weil deren Geschäftskonzept schon so angelegt ist, dass die quasi immer irgendwo verklagt werden wegen irgendwas. Das heißt, die haben dafür Reserven und spielen da eher darauf, dass sie nicht auf alles gleichzeitig verklagt werden, was geht. Aber sie gehen davon aus, es wird passieren und sind darauf vorbereitet und haben ganze Rechtsabteilungen. Ja? Die haben die meisten Klein- und Einzelunternehmer eben nicht. Das heißt, für die allermeisten, die jetzt vielleicht noch gar nicht da tolle Kontakte haben oder jemanden Festes an der Hand oder eine unglaublich gute Rechtsabsicherung aus irgendwelchen Gründen genießen, die trifft es viel, viel härter als ein Unternehmen, das von vornherein schon so agiert. Also jetzt auch große Banken, ist ja nachweislich. Die wissen, jedes Jahr kommen ungefähr 1000 Fälle auf uns zu. Aber was können wir denn unseren Zuhörern mitgeben? Gibt es so drei, vier Tipps, so runtergekocht auf drei Sätze, was wir den Leuten mitgeben können? Oder Ja, also das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist glaube ich, dass das bei vielen noch nicht angekommen ist, dass tatsächlich der Gamechanger im Moment derjenige ist, dass es jetzt vieles verpflichtend wird, was bisher so eine Richtlinie war. Ja, was hat das was wäre am schlimmsten an dem zunehmenden Fall? Ja. Was würde passieren? Von wem? Von Anwälten? Ich dachte, ja, dass sie halt abgemahnt werden. Da ist ein Gesetz mit drin, wo drin steht, dass sie nicht abgemahnt werden dürfen von Anwälten.
Also, ich habe gelesen gestern, dass man, deswegen, da geht es schon wieder los, da sind wir wieder im Bereich der Spekulation. Mhm. Ich habe gelesen, dass das Gesetz das erste Mal so verabschiedet worden ist, dass man genau das nicht kann. Das kann also quasi, die europäische Regierung hat gesagt, pass auf, wir wollen das nicht wieder als Vorlage nehmen für Anwälte, für sogenannte Abmahnanwälte, wollen wir nicht wieder ein Gesetz schaffen, damit die sich die Taschen voll machen können. Und damit ist da ein Passus drin, wo drin steht, dass das Leute nicht dürfen. So, habe ich gestern gelesen. So, also schon komplett das Thema wieder vom Tisch für mich. Weißt du, weil genau das wollten die verhindern. Die wollten nicht quasi, dass wie damals mit diesen Bildern und so, diese Abmahnwelle, dass das irgendwie wieder, damit jemand wieder Geld verdient. Deswegen haben sie extra in dieses Gesetz das reingebaut, dass das nicht geht. Mhm. So. Ja, ist also immer super, dass wir darüber sprechen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine super wichtige Information für viele da draußen, glaube ich. Und weiß ich aber natürlich auch noch nicht, ob die so stimmt. Also weil ich ja tatsächlich auch mit Juristen jetzt zugehört habe bei der Information und die das eben anders sehen. Und nicht zuletzt ist ja zumindest auch immer möglich sein wird, weil sonst bräuchten sie das Gesetz ja nicht zu verabschieden, dass dich halt ein Konkurrent oder irgendjemand verklagt. Und zwar geht es jetzt aus doppelter Hinsicht, nämlich auf der einen Seite wegen unlauterem Wettbewerb. Nämlich, wenn du dich nicht dran hältst, kann er sagen, nee, ich halte mich aber dran. Und damit unterminiert der Florian quasi hier den fairen Wettbewerb. Mhm. Weil ich muss mich dran halten, habe dadurch eine Mehraufwendung. Mhm. Und die hat jemand anders nicht. Also muss jetzt nicht du sein, aber eben halt Konkurrent XY. Das heißt, deswegen kann er dich auf jeden Fall verklagen. Und das wird auf jeden Fall dann, wenn ihr euch nicht außergerichtlich einigt, dann eben halt vor Gericht kommen. Und er kann es natürlich auch aus Datenschutzgründen machen, selbst wenn er es selber nicht täte, was er aber könnte er ja einfach einen fiktiven Kunden oder irgendjemand, der sich eingetragen hat, dann sagen, und dann kannst du Folgendes machen, das ist der nächste Punkt, da hast du Komponenten. Genau. Erfolgreiche Leute arbeiten mit Komponenten. Und jede Komponente hat einen eigenen Datenschutz quasi integriert. Es geht ja darum, wir haben damals schon vor 15 Jahren haben wir schon Datenschutzbeauftragte im Unternehmen gehabt. Da gab es Datenschutz noch gar nicht. Haben wir damals schon gehabt im Unternehmen. Und der dafür zuständig war, aufzupassen, welche Daten wir erfassen. So. Und da ist halt ganz einfach das so, dass die Leute, dass es halt einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen geben muss, soll, kann, der quasi damals, der das einfach überwacht. Da wir aber inzwischen mit so viel Komponentensystem arbeiten, ich erinnere da an das Buch von Dr. Valentin, Kopf schlägt Kapital, wo es darum geht, wenn du Komponenten einsetzt, dann sind die Komponenten dafür zuständig, dass das funktioniert. Beispiel, du hast ein Amazon-Konto oder du hast ein Facebook-Konto oder du hast ein Google AdWords-Konto oder du hast ein E-Mail-Responder-Software oder was auch immer. Und die Daten liegen dann dort auf den Servern. Sind die dafür verantwortlich, das datenschutzsicher zu machen? Das Einzige, um was es geht, ist, wenn du Daten auf deinem Server hast, aber du hast keine Daten auf deinem Server, maximal dein WordPress, ja? Und ansonsten tauchen da keine kundenrelevanten Daten auf. Punkt. Damit ist das ganze Thema vom Tisch. Das ist aber ein super, super spannender Tipp. Was ich jetzt auch neu gelernt habe, oder beziehungsweise wo auch jemand so einen eher kritischen, ketzerischen Artikel geschrieben hat, und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, also das kann man auf jeden Fall auch mitgeben, dass wenn ihr möglichst wenig Daten auf eurer Website habt, also gerade das, was du, Florian, richtig gesagt hast, ja, dann ist schon vieles vom Tisch, weil deine Firmengeheimnisse und Unterlagen und Marketingpläne und sowas sind nicht von diesem Gesetz betroffen. Genau. Also das ist aber auch ein Punkt, den viele nicht wissen. Ja. Aber alles, und das der zweite Tipp, den ich auf jeden Fall raushauen möchte, weil der auf jeden Fall auch wichtig, relevant und greifend ist, was ihr an Datenverarbeitung macht, also das heißt, was ihr daraus gebt, muss halt eben oder sollte im Idealfall über Verträge eben halt abgesichert sein. Insbesondere, wenn es über die Webseite läuft und insbesondere auch, wenn es über Cloud-Dienstleistungen läuft. Und da müssen wir ja ganz klar sagen, die allermeisten werden zumindest ihre E-Mail-Marketing über einen gesonderten Dienstleister eben laufen haben, was in Zukunft ein bisschen schwieriger wird, wenn der im Ausland sitzt oder im nicht-europäischen Ausland insbesondere. Damit sollte man sich dann auf jeden Fall auch Online-Shops befassen, wenn das der Fall ist. Bei Online-Shops wird ja eine Verarbeitung häufig im Shop vorgenommen. Bei Thomann zum Beispiel oder so. Aber die haben eigene Leute, die damit quasi beschäftigt sind, diese Server dann auch so zu schützen, dass die Daten halt da geschützt sind. Ja. Also das ist, wie gesagt, deswegen auch das bei Online-Shops kann man das wieder sagen. Kann man sagen, ja, die meisten verkaufen über Amazon, die meisten verkaufen über eBay, die meisten verkaufen über, frag mich, eBay Kleinanzeigen, was auch immer. Und da ist halt immer wieder das Thema, dass die Daten da bei eBay
und bei Facebook halt liegen und nicht bei dir. Und damit ist es auch vom Tisch. Und damit habe ich dann, nachdem ich das dann relativ schnell taxiert hatte vor ein paar Monaten, das Thema für mich einen kompletten Haken drunter gesetzt. Und gesagt, gut, okay, habe ich mich beschäftigt. Wie habe ich früher mal gesagt, gesehen und gelacht. So habe ich das früher mal genannt, ja. Weil wieder irgendwas durchs Dorf getrieben wird, was wieder beim höheren Aufdecken und Zerlegen dann wieder in so eine Nummer rausgeht, wo man sagt, ja. Also da finde ich die nordafrikanische Schweinepest gefährlicher aktuell, zum Beispiel. Weißt du? Ja, das ist interessant, ne? Also, die kommen aus dem Osten, kommt sie rüber, sie ist jetzt auch in Polen schon und sie wird von Wildschweinen übertragen, die halt über die Grenzen gehen. Und es gibt eine sehr, sehr große Wildschweinpopulation in Deutschland, weil die keine natürlichen Feinde haben. Und es würde bedeuten, dass wenn der erste Fall in Deutschland auftritt, Deutschland schlagartig kein Fleisch mehr exportieren darf. Kein Schweinefleisch. Und das wäre natürlich Hammer für die Industrie. Mhm, und das ist zum Beispiel eine relativ krasse Nummer. Mich als Konsument ist es wieder egal, weil ich als Konsument selbst Fleisch mit der nordafrikanischen Schweinepest essen kann. Mir macht das nichts. Genau. Aber trotzdem. Ach was. Als Beispiel jetzt. Das da werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal kurz drüber unterhalten. Die GroKo oder was auch immer. Aber das Datenschutzthema ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber klar, können wir ja. Also ich glaube, wir haben das jetzt in 20 Minuten, glaube ich, mehr Game Changer verpackt zu dem Thema als manche in so ganzen stundenlangen Interviews. Ne? Ja, also das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich finde deine Haltung halt auch sensationell, also weil ich das eben auch viel mitbekommen habe. Ich habe auch so ganz zart das mal andiskutiert in Facebook und dann auch Rückmeldungen bekommen. Und da ging die Meinung dann eben auch sehr schnell auseinander und auch wie ich das so für mich gesehen habe, habe gesagt, ja, ich sitze im Ausland, mich interessiert das alles nicht so. Und das war auch so meine Ausrede, ja. Und dann habe ich aber festgestellt, ist aber trotzdem doof, weil der Hauptteil meiner Kunden sitzt ja in der EU. Das heißt, und wenn ich mit denen keine Geschäfte mehr machen kann, ist vielleicht auch nicht so cool, ja. Und das Gesetz ist ja direkt auch so gemacht, dass es eben halt durchgreifen kann. Also, dass sobald du in der EU eben halt Kunden hast, dass du dann auch trotzdem belangt werden kannst. Und deswegen ist das auch für Leute, die eben halt bis jetzt gesagt haben, ach, wir sind ein amerikanisches Unternehmen, uns interessiert das alle nicht, die kriegen alle jetzt ein bisschen Stress oder haben auch schon in der Vergangenheit ein bisschen Stress gemacht, weil die hätten ja auch alle ein Double Opt-in nicht einführen müssen, weil es gibt es de facto bis jetzt in den USA nicht, ja. Und haben es aber trotzdem gemacht, nur auf Reaktion der EU-Richtlinien oder wie die sich jetzt eben verändern. Und da hatte eben jetzt auch jemand gefragt, ja, ich sitze in der Schweiz, interessiert mich ja auch nicht, das ist ja auch außerhalb der EU. Und dann hat die Anwältin gesagt, ja, genau deswegen ist es aber gemacht, damit du dich jetzt darauf nicht mehr ausruhen kannst, sondern dass wir eben halt sagen, sobald du in der EU Handel treibst oder eben halt ein Geschäft betreibst, dann ist es für dich eben halt auch relevant und sonst darfst du das halt nicht. Ob das zustande kommt, ob dann jemand im Ausland klagt, das ist natürlich halt wieder so eine Sache. Aber deswegen ist es halt schon eine sehr, sehr spannende Sache. Warum setze ich mich halt damit auseinander? Also A, weil es für mich halt schon relevant ist, weil ich gerne online auch in Zukunft Geschäfte machen möchte. Und zum anderen, weil ich eben festgestellt habe, dass es eben halt hier für den europäischen Raum, egal ob ich drin bin oder draußen bin, relevant ist, was ich am Anfang nicht so ernst genommen habe. Und deswegen wollte ich das zumindest halt mal andiskutieren. Wie es dann halt im Endeffekt kommt, müssen wir halt sehen. Ob diese Abmahnwellen kommen, ja oder weil die Tagesschau gestern berichtet hat. Bin ich halt auch mal sehr, sehr gespannt. War das, oder das habe ich von der Woche, habe ich das in der Tagesschau gehört. Oder nee, bei Hintergrund, so war das, genau. Auch eine große Empfehlung geht raus an den Deutschlandfunk. Ja, den kann man als Podcast sich herunterladen. Deutschlandfunk und die Episode heißt immer Hintergrund. Geht eine absolute Empfehlung raus, das mit Abstand beste, recherchierte Material, was ich je mir vorstellen kann, kann man auch als Podcast sich downloaden. Immer 30 Minuten haben sich vier Redakteure richtig tief in ein Thema reingenördet. So, und damit hast du eine halbstündige Sendung von denen, die wirklich richtig gut ist. Und die nehmen Themen aus der ganzen Welt. Und du kannst jeden Abend, kannst du bei Hintergrund, so heißt das Format, Deutschlandfunk, ein wirklich Hammer-Thema, eine halbe Stunde komplett zerlegt, aufbereitet bekommen. Und das ist meine Quelle Nummer eins seit über, weiß ich nicht, 3-4 Jahren schon. Weil du, genau. Und die haben das Thema besprochen. Ja.
Glaube ich, die müssen das gewesen sein. Ich muss auch nochmal nachgucken. Aber, und die haben dann genau diese Spielchen halt einmal durchgespielt und haben halt dann auch gesagt, hier ja, und man kann nicht abmahnen, weil dann, wenn man daraus, es heißt irgendwie in diesem Passus, ich weiß nicht genau, wenn man daraus ein geschäftsmäßiges Modell macht, darf man das nicht und so. So ähnlich wie bei der Euthanasie, ne? Bei dem habe ich letztens auch gelesen. Einmal darfst du, zweimal ist geschäftsmäßig. Weißt du? Da gibt es immer mehr Gesetze, die das so beschreiben. Die immer sagen, wenn du es einmal machst, ist es okay. Wenn du es ein zweites Mal machst, ist es geschäftlich. Ja, das ist echt sehr, sehr spannend. Also das ist eine Information, die tatsächlich bis jetzt echt nicht rumgegangen ist. Und generell bin ich mal auch sehr gespannt. Ja, aber ich finde immer so, Jan-Marco, wenn man dann mal cool, so sagt, ja, können ja auch unsere Zuhörer nochmal überlegen, man sagt, ja, da bin ich gespannt, was passiert. Aber dann bist du doch schon wieder im Außen. Dann bist du doch schon wieder irgendwie, ich weiß, ich finde, das hat irgendwie nichts mit dem eigenen Leben zu tun. So, ich weiß das nicht. Vielleicht bin ich da auch blauäugig oder vielleicht auch zu sehr auf mich fixiert oder auf meine Themen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke immer so, weiß ich nicht. Irgendwie, ja. Ist ähnlich, ob jetzt der HSV absteigen wird, zum Beispiel beim Fußball oder so. Das ist doch eine Frage, ob das jetzt irgendwie relevant für dein Leben ist. Weiß ich nicht. Ist es gut? Ja, es gibt das aber definitiv drei, nicht so relevant. Genau, es gibt doch diese drei, also außer Fragen da von Sokrates. Das heißt, ist es gut? Ist es wahr? Ist es nützlich? So. Aber sag mir mal, warum du, warum du da immer so steil gehst bei diesen Themen. Das würde mich mal total interessieren. Ja, zum Beispiel jetzt so, du hast dich ja richtig krass auch reingenördet in dieses Datenschutzthema und so. Was berührt dich dann? Was tickert dich da so an? Das würde mich echt mal interessieren als Kamerad und Podcast-Kollege. Naja, das ist halt eben ganz konkret in meinem Wirkungskreis und ich kann halt mich dagegen absichern, zumindest zu 80% oder zu 90%, ja, und ich kann es halt auch lassen. Und da ich das in der Vergangenheit halt sehr, sehr abfeiere, dass es mich bis jetzt immer verschont hat, weil es gab eine Abmahnwelle, als die Impressumspflicht kam, ja, gut, das konnte mich nicht erwischen, weil ich halt wirklich seitdem immer zumindest ein rudimentäres Impressum mit als erstes auf jedes Webprojekt draufpacke, ja. Aber auch viele, auch bekannte Podcaster und sowas hat es ja dann erwischt, als die große Abmahnwelle plötzlich kam, als die Bilderrechte und sonst was sich verändert haben oder als dann Pixelio, glaube ich, war es, auf die tolle Idee kam, dass diese Bildrechte nicht einfach nur auf der Webseite geführt werden müssen, sondern auch quasi im Bild selbst irgendwie angelegt sein müssen, was die meisten nicht hatten. Und es ist halt dann doof, wenn du dann irgendwie 2.500 Euro dafür ausgibst, die du auch in deinem nächsten Facebook-App kannst. Hast du dafür nicht die Rücklage reingebaut? Also jeder Unternehmer, den ich kenne, hat eine Minimum 10%ige Rücklage für genau solche Situationen. Ja, klar, aber es ist auch schön, wenn ich die nicht brauche. Also klar, also wenn du da 100.000 immer rumliegen hast und aber warum und dann warum alles, warum sehe ich da eine warum klar, sehe ich da eine, geh ich, eine geh ich voll und ganz mit, warum sehe ich da ein Bild immer bei mir zwischen den Leuten, die das thematisieren, die überhaupt, bestes Beispiel, wenn ich zu Facebook reingehe, eine große Gruppe und das Thema wird thematisiert, sagen die Großen, in meinen Augen die Großen, die 2, 3, 4 Millionen Euro schieben, ist mir scheißegal. So, und die Leute, die keinen eigenen Umsatz damit machen, keinen einzigen Euro verdienen, die mehren sich da aus. Ach nein, oh, das ist ja gefährlich. Und warum nehme ich das so wahr? Warum nehme ich das so wahr, dass die Leute, die wirklich Geld verdienen, wirklich richtig Gas geben, denen das scheißegal ist, weil sie sagen, oh, das kalkuliere ich mit ein oder ach, pff, dann soll da einer kommen, wenn einer kommt. Und der ganze Rest, der nichts damit zu tun hat, der nässt sich ein und sagt, ach nee, und oh, ich habe es ja nicht, was machen wir denn jetzt? Und oh, und ist denn der sicher und ist denn der sicher? Warum ist das so? Warum gibt es dieses Phänomen? Dass die Leute, die Macher sind in meinen Augen, das überhaupt nicht interessiert. Und die Leute, die nichts auf die Kette kriegen, sich da rein nörden und irgendwelche Workcamps machen und irgendwelche Fachvorträge und so. Ich denke so, ja, irgendwie seid ihr danach keinen Schritt weitergekommen. Ich weiß nicht, warum ich da so resoniere bei diesem Thema so krass. Ich weiß es nicht. Nimmst du das anders wahr? Oder wie nimmst du das? Also ich nehme es halt so wahr. Also Ich nehme es zunächst mal wahr, dass es halt unglaublich wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also da wird halt viel mehr über irgendwelchen Quatsch halt irgendwie immer diskutiert. Also bis hin zu Sachen, die wirklich vielleicht relevant sind.
Und so war es halt nicht, obwohl es halt eben ein Gesetz ist, das jetzt eben halt dann demnächst greift. Also verabschiedet ist ja schon länger, aber das jetzt dann wirklich greift und das eben auch sich sehr stark unterscheidet von der Richtlinie dahingehend, dass es dann wirklich sofort bindend ist, ja. Und bei einer Richtlinie ist es ja so, dass sie erstmal in nationales Recht dann umgewandelt werden muss. Das zieht sich dann auch nochmal hin. Dann gibt es meistens auch nochmal eine Karenzzeit, sodass du dann immer entspannt sagen kannst, naja, komm, gucken wir uns mal an und dann kommen irgendwann die ersten Fälle. Und wenn dann die ersten Fälle kommen, dann können wir das mal weiter irgendwie uns angucken. Und ich glaube, es hat auch einfach mit der Erfahrung zu tun, dass ich als Unternehmer wirklich immer viel Rechtsseite oder so knapp vorbeigeschrammt bin, wo ich... Ja, und das hat mich riesig, riesig gewurmt, weil gerade am Anfang trifft mich das ja richtig hart. Wenn ich ein paar Millionen schiebe, trifft mich das fast gar nicht mehr. Aber bist du konkret verklagt worden oder hast du nur Angst gehabt, verklagt zu werden? Ja. Okay, interessant. Weil ich habe zum Beispiel, da habe ich überhaupt keinen Erlebnishorizont. Bei mir, wie gesagt, in meinen Firmen, wo ich gearbeitet habe, mit 5000 Kunden, genau, was passiert ist. Ja. Oder einmal wegen Bild oder so. Deswegen ist es interessant, wie da scheinbar ein unterschiedlicher Erlebnishorizont da ist. Ja, okay, Ja klar, und das ist natürlich immer dann auch halt prägend, vor allen Dingen, wenn du dann im Nachhinein feststellst, ah krass, du hättest nur das und das irgendwie wissen müssen oder das und das ein bisschen anders machen müssen und das ganze Ding wäre total geschmeidig an dir vorbeigesegelt. Okay. Ja. Und so, deswegen gucke ich mir jetzt natürlich nicht alles an, aber das ist halt definitiv eine Sache, die wird, egal was ich mache, solange ich halt online weiter... Aber welche Leute diskutieren das für dich im Netz? Wird das welche für mich Leute halt relevant werden können? Also ich erlebe das immer, dass der aktuell sehr präsent in den Online-Marketing-Gruppen und so ist und da halt wirklich hin und her diskutiert wird. Ja, aber Florian, da sind wir ja natürlich total verblendet. Also das kannst du überhaupt meines Erachtens überhaupt nicht gelten lassen. Warum ist es so? Weil wir dieses Umfeld nicht haben. Also ich hänge nicht jeden Tag in irgendwelchen Großkonzernen rum und insbesondere nicht mit deren Datenschutzabteilungen oder Beauftragten und diskutiere mit denen die aktuellen Themen. Der einzigste, von dem ich jetzt direkt sagen kann, weil er auch bei mir auf Facebook direkt reagiert hat, der hat sich so ein bisschen dann polemisch so ausgelassen und gesagt, ja, ach ja, Marco, da kommst du jetzt drauf, das ist ja total spannend, ja. Meine Kunden, die sind da schon seit 2 Jahren dran. Und auf Nachfrage, wer die Kunden sind, waren es natürlich alles große mittelständische bis Konzernkunden. So, das heißt, für die ist es natürlich entspannt, weil das genau das, was ich eingangs gesagt habe, die haben eben jetzt die Abteilung, die leben davon, nichts anderes zu tun. Also das heißt, die diskutieren das eh. Für die ist es auch nicht so aufregend, weil die tun das sowieso. Die sind eigentlich sogar immer froh, wenn irgendwas Neues kommt. Aber was wäre denn? Weil sie damit ihren Job behalten. Weil die sitzen ja schon im Unternehmen und die machen, und kannst du wetten, dass bei Facebook und bei Amazon und sonst was, dass da ganze Rechtsabteilungen sitzen und diese Fragen diskutieren. Für die ist das aber nicht aufregend, genau, lass mal, weil die machen das eh den ganzen Tag. Das ist deren Hauptjob. Und für mich ist es jetzt aufregend und für viele andere kleine Unternehmer, weil wir plötzlich wieder mit Sachen konfrontiert werden, die uns eigentlich überhaupt nicht interessieren sollten und wollen. Also mich zumindest nicht, ja. Aber wo ich schon wieder merke, aha, interessant, wenn ich jetzt das jetzt einfach an mir vorbei wehen lasse, ja, dann kann das halt wieder ein Thema werden und dann kostet es mich auch deutlich mehr, weil dann geht ja nicht nur meine Reserve oder sowas, die ich vielleicht für Rechtsstreit oder sonst was gelegt habe, sondern das ist ja meine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ein Rechtsstreit, wenn der mal anläuft, dann wird es immer richtig aufwendig, weil das kostet mich dann richtig viel Nerven, dann geht man da auch emotional früher oder später rein und es kostet mich meine Arbeitszeit, die ganze Zeit flöten geht, in der ich mich dann wieder mit der Thematik befassen muss. So, und deswegen mache ich als Unternehmer ganz einfach halt für mich eine Rechnung auf und überlege mir einfach, wie viel Zeit kann ich jetzt in was reinstecken, damit das eben nach Möglichkeit nicht eintritt, dann mache ich das. Und wenn ich aber das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt hier erst irgendwie ein Fachjurist werden oder was weiß ich was, ja, dann macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass ganz, ganz viele kleine Stellschrauben und sowas schon echt spannend sind und das ist natürlich auch ein zusätzliches. Also sagen wir mal, für mich ist es vielleicht auch deswegen interessant, weil ich ja zumindest in der Überlegung bin, in Zukunft auch wieder Webseiten und Webseitenberatung anzubieten. Und dann ist es einfach ein Know-how. Und wenn ich einfach weiß, hier sind die 2, 3 Stellschrauben und dann bist du sicher, absolut, dann ist das halt ein kapitaler Mehrwert für mich auch als Unternehmer.
Ja, so. Die finde ich super. Die Frage das ist halt der, nur, nee, weil wie können wir unseren Zuhörern denn sagen, also das finde ich immer wieder spannend, wirklich mal zu überlegen, wie man da vorgeht. Und ich denke, die Lösung sieht vor, dass wenn du einfach sagst, das ist jedenfalls mein Weg, den ich immer wieder gehe, es wird immer wieder diese Themen geben, ja? Dass man einfach sagt, pass auf, da kommt ein Impuls von außen, da kommt irgendein Keyword. Zum Beispiel haben wir damals gehabt, das war das Letzte, was ich gehabt habe, war zum Beispiel, das muss ich kurz überlegen, das war diese, diese Offshore-Geschichte da, diese, ist egal, irgendwie ein Thema ploppt hoch, ja, wo sie dem Maschmeyer vorgeworfen haben oder irgendwelchen anderen Leuten, dass sie irgendwie diese Geschäfte da gemacht haben, Comex-Geschäfte, genau, so. Dann höre ich also diesen Begriff, so gehe ich immer vor, höre ich von irgendwelchen Leuten, ja, die machen das und das, so. Und dann habe ich meistens in meinem Netzwerk, im umfangreichen Netzwerk, jemanden, den ich kenne. Den rufe ich an. Ja, in diesem Falle kennt ich sogar jemanden, der direkt diese Geschäfte macht. Habe den angerufen, sage, pass mal auf, ist der Name gerade nicht mehr parat. Ich nenne ihn mal jetzt Herr Bär, ich habe da was gehört, können Sie mir da drei Sätze zu sagen? So, dann sagt er mir drei Sätze dazu, lohnt sich nur ab 1 Million, machen die so und so, Antwort habe ich fertig raus. Das heißt, vielleicht können wir den nochmal den Leuten Mut machen, dass wenn sie ein Thema hören, dass sie einfach in ihrem Netzwerk sich einen sehr kompetenten Menschen suchen, dem diese Frage einmal stellen, sich einmal das Ganze beantworten lassen und damit ist die Kuh vom Eis. Ja. Oder der Stress raus. Ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, die sind Anwälte oder auch im Finanzamt und so. Die rufe ich einmal an, stelle denen eine Frage und habe die Antwort. Zum Beispiel letztens auch. Kann ich das selber verhandeln? Ja, kann. Punkt. Was du gesagt hast. Kann man machen. Man kann das verhandeln. Fertig. Also verhandle ich das demnächst. Das heißt also, immer wieder zu gucken, habe ich jemanden in meinem Netzwerk drin, der mir diese Frage konsequent gut beantworten kann. Und damit sparst du dir viel Zeit. Bei mir kommt immer die Frage, ja, Florian, kann ich was aus dem Internet löschen? So. Kann ich da was rauslöschen? Ich sage, was willst du denn da raus? Also immer wieder so Meme, die du halt dann mit deinem Fachwissen beantworten kannst. Zum Beispiel habe ich mit einem Patentanwältin habe ich die gefragt, wie weit ist es denn sinnvoll, mir das jetzt als Marke eintragen zu lassen? Also Florian, ganz ehrlich, Markeneinträge kosten 500 Euro, musst du in Frankfurt machen, das und das, schützt dich nicht wirklich, weil es gibt Marken und Bild, zack, Entscheidung, fertig, weiter, nächster. Weißt du? Also, dass ich eher appellieren möchte an ein gutes, straffes Netzwerk, genau. was mit, aus Experten besteht, was ihr euch aufbauen müsst und solltet, um halt diese Fragen schnell und kompetent zu beantworten. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so meine, genau. Können das unsere Hörer mitnehmen? Das wäre so mein Ansatz oder vielleicht auch unser Ansatz, schnell da auch einen Strich drunter zu kriegen. Auch jetzt wieder, die nordafrikanische Schweinepest kommt. Moment. Biologin angerufen, Moment, was ist denn damit? Ja, das ist nicht für Menschen, das ist nur so, klack, Haken dran und weiter. So, gibt es eine goldgedeckte Kreditkarte? Ja. 5-mal nein, du sagst, ja, gibt es, das, zack, 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 zack und weiter. Einfach wirklich, das merke ich immer wieder, auch wenn ich bei Unternehmen bin und der an das Telefon greift, zwei Nummern wählt und plötzlich die Antwort kriegt. Wie mächtig wirklich so Netzwerke sind. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also das unbedingt. Also habe ich auch gerade mit Stefan halt mal wieder drüber gesprochen im letzten Podcast, den ich heute online geschickt habe. Und gibt es jetzt eine neue Sonderfolge? Diese Netzwerke, das ist unglaublich, was dir das alles... Es gibt eine Sonderfolge, die ist jetzt schon online, beziehungsweise dann, wenn jetzt die Folge online geht, dann ist die schon so wahrscheinlich 2 Wochen online, genau, ja. Mit dem Stefan Dittrich, der sitzt in Sri Lanka. Aber wann kommt der Entrepreneur? Und erzähle ich gleich. Gut. Mit dem Mike Pfingsten? Kommt jetzt ganz bald. Also, weil ich merke einfach, dass das mir hier so dermaßen der Trichter in Anführungsstrichen voll läuft, dass ich mir mal so einen ganz neuen Prozess entwickeln muss. Was ist denn jetzt deiner Woche? Was ist denn deiner Woche passiert, was dich so unter Druck setzt oder so, dir den Kanal so voll macht? Ach so, na, was heißt, also genau. Beenden wir das DSGVO-Thema mal an dieser Stelle. Also wie gesagt, alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. War so der Impuls vom Florian und trage ich aber voll und ganz mit. Dann nach Möglichkeit schafft ihr einfach gutes Netzwerk, die ihr zumindest so die wichtigsten Fragen schnell mal beantworten können, ja, oder die vielleicht dann auch mal gemeinsam mit dir auf ein Projekt drauf gucken können, was du eben halt tun kannst oder müsstest, um sagen wir mal so die grobsten Schnitzer irgendwie halt zu umgehen oder so, nicht sofort irgendwie quasi so ein Banner anzubringen, ja hier, bitte mahn mich ab,
Weil ich sehe die Herausforderung gegenüber vielen Sachen, die früher so gelaufen sind, ist halt die, dass du solche Sachen halt eben ganz gut automatisieren kannst heutzutage. Ja? Also das heißt, du kannst einfach so ein Bot durchs Internet laufen lassen und dadurch sind ja auch diese ganzen Abmahnungen wegen MP3-Downloads und sowas zum Beispiel erst möglich geworden. Das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen vorher, ja, dass das irgendjemand rausfindet oder kontrolliert. Und erst, wo du es jetzt automatisieren konntest, solche Sachen, oder wie Bilder automatisiert auf Webseiten prüfen, ja, dadurch hat sich ja quasi dieses Geschäftsfeld halt eröffnet. Und das ist definitiv auch eine Sache, wo ich mir sicher bin, dass du dafür halt auch einen Bot kreieren kannst. Und deswegen würde ich zumindest dafür jetzt nicht jedes Tor öffnen, ja, sondern einfach rudimentär sich schon mal damit befassen. Aber richtig, was der Florian sagt, dabei genau, nicht vergessen, dann, dass man Unternehmer ist und auch Ende andere Dinge in seinem Leben vorhat. Entstehen, indem man sie geht. So, das heißt, wenn ihr was machen wollt, startet, fangt an, lauft los, beginnt und hört auf, mit irgendwelchen Risikomanagern stundenlang irgendwelche Risiken zu jonglieren, sozusagen marschiert los, überlegt euch das, macht euch auf den Weg, schaltet, macht, setzt um. Also ich habe das war mein größtes Learning aus den letzten 4 Wochen, Jan-Marco. Wege entstehen beim Gehen. Das ist so krass, dieser Satz. Das hat mir in den letzten Wochen so geholfen. Das ist schön. Immer wieder, ja, nee, kann ich das machen? Zack, gelaufen. Ah, okay, Erkenntnis. Wege entstehen beim Gehen. Ja. Ne? Bin ich ein riesen Fan von. Absolut. So, genau. So, und damit ist das Thema zumindest jetzt schon mal sauber abgeschlossen, bevor wir jetzt schon wieder gleich ins nächste reinspringen. Ja, also bei mir ist unglaublich viel deswegen los, weil ich im Moment wirklich tatsächlich wieder viel beruflich zu tun habe. Also das Erste, was ich auf jeden Fall eigentlich ganz am Anfang der Folge schon promoten wollte, deswegen mache ich es jetzt mal. Ich mache im Moment kostenfreie Marketingbesprechungen von Webseiten. Könnt ihr buchen auf Calendly oder calend.li/jm_Gessinger. Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das wird fleißig gebucht. Ich hatte auch schon ein paar andere Anfragen. Es macht mir total Spaß, weil ich damit einfach mal in so Kontakt mit der Zielgruppe, wie man so schön sagt, kommt. Also ich kriege einfach mit, was ist da draußen so los, was sind die Herausforderungen, was machen Leute. Und fand es auch super spannend, dass wirklich Leute, die schon im Prinzip alte Hasen sind, noch unglaublich viel rudimentär falsch machen. Also wenn die einfach regelmäßiger mal so unsere Diskussionen mitbekommen würden, vielleicht auch besser machen würden. Und dann halt auch wieder so diese riesen Schere von Speed Riesenfans, of Implementation, ja, wo wir bei dir so Fans von sind. Ja, es ist wirklich, es gibt Leute, das ist richtig krass, also ein Kollege, ich will die jetzt nicht bei Namen nennen, ja. Unser Gespräch wurde abgebrochen, aus technischen Gründen. Und ich habe ihn dann irgendwann später zurückgerufen und gesagt, ja, ich wollte es noch kurz zu Ende bringen. Und er meinte so, ja, lass uns ganz kurz machen, aber ich bin gerade am Umsetzen von deinen Tipps, weil da war so viel geiles Zeug dabei, ich will das jetzt erst fertig machen, bevor ich was anderes mache, ja. Bis hin auf der ganz anderen gegenüberliegenden Seite. Leute, die dann tatsächlich meine und ihre Zeit verschwenden und meinen, sie müssten mir jetzt erklären, warum sie bestimmte Dinge noch nicht so oder so umgesetzt hätten. Was denen ja nichts bringt und mir auch nicht, ja. Oder wenn sie der Meinung sind, dass es ein doofer Tipp ist, dann müssen sie es ja auch nicht umsetzen. Also bei uns ist ja immer dieses Buffet-Prinzip. Also das finde ich halt mega, mega spannend. Also das macht mir riesig viel Freude. Und da passiert, glaube ich, im Moment auch eine ganze Menge dann halt an weitergehender Zusammenarbeit. Also wenn das für euch spannend ist, auf jeden Fall das gerne mal anschauen beziehungsweise einfach direkt einen Termin reinbuchen. Das ist der zweite Game-Changer bei mir. Dass ich jetzt endlich, was ich jetzt lange immer promotet habe, auch auf Vorträgen und wo wir oft drüber gesprochen haben, dass ich tatsächlich so meine Terminplanung jetzt endlich automatisiert habe. Wie machst du das jetzt technisch? Und das für alles eben halt rausschicke. Also im Moment mache ich es tatsächlich mit Calendly. Ich habe mir ja viele Tools angeschaut und dann haben wir aber auch teilweise auch gemeinsam festgestellt, dass bestimmte Sachen eben da doch nicht so cool funktionieren oder eben nicht so hilfreich sind, auch gerade was dann irgendwie mit Abrechnung und anderen Modellen zusammenhängt. Der Grund ist, Calendly kann ich für meine Zwecke am coolsten im Moment kostenfrei nutzen und es ist immer noch relativ günstig, wenn man es dann kostenpflichtig macht, dann kann man natürlich eben mehr Sachen machen und dann auch noch eine Abrechnung und sowas darüber laufen lassen. Und es ist direkt perfekt integriert in meinen Google-Kalender, den ich hauptsächlich nutze. Und kannst du, welche Zahlungsmöglichkeiten hast du damit? Was genau. Kannst du damit abrechnen? Okay. Mit Abrechnung habe ich mich noch nicht befasst, da müssen wir irgendwann mal in Ruhe reingucken.
Aber du kannst, du kannst Verfügbarkeiten grundsätzlich eintragen. Also kannst einfach sagen, wann du verfügbar bist, egal wie du es halt hast, wie deine Arbeitszeiten halt sind. Also du kannst verschiedene Verfügbarkeiten eintragen für verschiedene Tage, für verschiedene Tageszeiten. Du kannst Pausen eintragen, so weiter und so fort. Was ich aber viel cooler finde und vielleicht sogar jetzt demnächst mal komplett darauf umstelle, ist, dass ihr das auch gleichzeitig mit einem oder mehreren, das ist wichtig, einem oder mehreren Google-Kalendern eben halt abgleicht. Und das ist halt super, super mächtig, weil dadurch kann das eben auch nicht passieren, dass jetzt irgendwie Doppelbelegungen oder sowas stattfinden. Und das hat mich richtig genervt bei vielen Tools, die ich angeguckt habe, dass die für sich genommen das schon irgendwie ganz gut alles können und dass sie schön aussehen und zum Teil auch besser aussehen und noch eine App haben und was weiß ich was nicht alles. Aber wenn dieser Abgleich halt nicht funktioniert, muss ich ja dann trotzdem wieder hingehen und gucken, habe ich tatsächlich an dem Termin jetzt frei und müsste sonst wieder reingehen und das umlegen. Eine kurze Frage dazu. Das funktioniert. Hast du dir dieses Wix-Booking, also Wix ist ja ein Webseiten-Baukasten aus Amerika, hast du dir das Wix-Booking mal angeguckt? Okay. Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Und das ist im Moment halt für mich rausgeflogen, weil es einfach für mich zu komplex war. Also du hast mir da schon sehr, sehr gut weitergeholfen. Aber ich gemerkt, für das, was ich jetzt machen will, wenn ich jetzt keine Abrechnung und ansonsten nichts brauche, finde ich das einfach super, super einfach, wenn direkt über eine Seite die Leute können sich einbuchen. Ich bekomme direkt alle Infos, die ich brauche, also deren E-Mail-Adresse. Wenn sie Fragen haben, können sie mir die vorab schicken. Ja. Und ich muss dafür quasi nichts mehr machen. Sondern ja, das ist super. Ich nutze auch beide Systeme. Ich benutze Calendly für 15 Minuten Telefonate. Und Wix für kostenpflichtige Telefonate, ja. Genau. Und das werde ich mir jetzt demnächst dann nochmal in Ruhe anschauen, ob das tatsächlich dafür die beste Lösung ist, beziehungsweise ob Calendly auch coole Abrechnungsmodelle irgendwie anbietet. Weil das ist natürlich das Schönste für alle, die sowas anbieten, das direkt dann in einem Gang ordentlich abwickeln zu können, weil ich einfach immer wieder Unternehmer und Unternehmerinnen treffe, die das einfach viel zu umständlich machen. Und ich würde sogar wetten, die allermeisten machen das immer noch irgendwie von Hand, mehr oder minder. Merke ich allein daran, dass jetzt, wo ich mit mehr Profis zu tun habe, wie zum Beispiel Mike Pfingsten, kannst du gar keinen Termin machen, wenn du das nicht online... Verstehe ich nicht. Lässt sich darauf gar kein Wortwechsel ein. Ja. Der schickt dir sofort sein Calendly und dann kannst du dir da das eintragen. Und diesen Link kriegen natürlich nur Leute, wo er abgestimmt hat, dass die mit ihm Termin machen dürfen. Oder aber ich verstehe den Hack jetzt nicht. Da muss er mit Leuten trotzdem vorher sprechen. Und dann läuft das Ding. Abwehren. Ich verstehe jetzt den wirklichen Nutzen davon nicht. Nee. Nee, vielleicht stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Nein, wenn du jetzt sagst, dass der gute Mike Pfingsten einen Link rausschickt, für eine Terminvereinbarung, dann muss doch etwas vorausgegangen sein. Und was ist dem vorausgegangen? Ja, ist auch richtig. Also weil er es ja gar nicht... Ja, aber welche Firewall hat er denn da reingezogen? Wie hat er das denn gemacht? Ja. Okay, okay, es ist schwer erklärbar. Also okay, ich formuliere es doch mal anders. Wenn du mit mir einen Termin machen willst zum Beispiel, ja? Kannst du auf die Webseite gehen und du kannst bei mir einen 15-Minuten-Blog bei Calendly buchen. Oder halt mit Wix direkt bezahlen und kriegst dann deinen Termin. Ja. Anders kommst du mit mir nicht in Kontakt. Das heißt, die Frage ist jetzt nochmal anders. Muss ich, also wie macht er das jetzt? Ich glaube, er hat zwei, also ich glaube schon, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, sich auch online irgendwie bei ihm einzutragen. Oder wenn er halt einen Kontakt hat. Aber das Faszinierende und der Gamechanger für mich war, dass er es halt überhaupt gar nicht mehr zulässt, dass er einen Termin mit dir macht, sondern dann bekommst du sofort den Link zugeschickt. Ach so, und dann machst du das über das Tool. Ah, okay. Und das ist eben mir aufgefallen, dass in allermeisten Leuten, mit denen ich spreche, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich guck mal kurz einen Kalender und dann fängt man an, wieder rumzukaspern. Und das Problem dabei ist nämlich, deswegen war ich so verwundert über deine Frage. Natürlich könnte ich das jetzt auch machen. Ja, und ich habe es jetzt aber auch bewusst umgestellt und ich mache das jetzt auch nicht mehr, weil, wenn es irgendeinen Grund gibt, dass derjenige den Termin nochmal verändert, muss er nämlich wieder bei mir anrufen. Jetzt habe ich das verstanden. Und wir kaspern wieder zusammen rum, in Anführungsstrichen. Ja. Und wenn ich das über das Tool immer mache, dann kann der erstens mal keinen Termin irgendwie legen, der mir nicht passt, weil der ist ja frei, ja, und sonst würde er gar nicht angezeigt werden.
Und das Zweite ist, wenn es jetzt irgendwas gibt auf dem Weg dahin, ja, dann kann er es direkt umbuchen. Und ich muss mich wieder nicht drum kümmern, sondern er kann dann einfach das canceln. Dann wird es automatisch gecancelt in meinem Terminkalender. Und er legt einen neuen Termin dahin, wo es mir wieder passt. Und das ist halt der Gamechanger. Und das habe ich halt von ihm halt übernommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie konsequent er da ist. Während wirklich fast alle, selbst ich habe ja auch mit größeren Firmen, ich habe ja mit Sony und deren Agenturen sowas zu tun, selbst da regelmäßig immer noch schön von Hand Termine gemacht. Für mich ist das so weit weg, weil ich mache das seit Jahren mit diesen Tools. Deswegen habe ich das nicht verstanden erst, was du meintest. Okay, nochmal eine andere Frage, Jan-Marco. Wenn ich jetzt als Florian Eckert bei dir einen Marketing-Termin buchen möchte, muss ich zu Calendly gehen, dann quasi dich da ansurfen. Mhm. Wie lange geht denn das Gespräch und was wird denn da besprochen? Das geht ungefähr eine halbe Stunde und im Moment ist es spezifiziert auf Webseiten. Das heißt, ich gehe einfach da einmal drüber. Ich mache das in der Regel auch als Video, weil ich das auch trainieren möchte. Also Leute, die mir jetzt regelmäßiger folgen, die haben mitgekriegt, ja, Marco macht jetzt immer mehr wieder Videos, der macht öfters Lives und sowas. Das wird aber auch noch viel, viel mehr im Laufe dieses Jahres werden. Und ich habe bis jetzt einfach wenig so Screen-Recordings und sowas gemacht. Das heißt, ich unterhalte mich mit den Leuten und nehme das dann halt auf Video mit so einem Screen-Recording auf. Teilweise, wenn die Leute auch nicht so viel Zeit haben, dann gehe ich halt da kurz durch, nehme Video auf, bespreche das. Zeigt dann auch direkt einfach so die einzelnen Punkte, was ich anders machen würde, aus welchen Gründen und so weiter und so fort. Und dann bekommt ihr das eben halt als nicht gelistetes YouTube-Video zugeschickt. Das heißt, man kann sich auch im Nachhinein das nochmal angucken. Das hat für mich den Vorteil, ich trainiere das jetzt halt regelmäßig. Ich merke auch, dass ich selber da viel bei lerne. Und hat natürlich den riesen Vorteil, oh großes Wunder, wenn die dann merken, oh, das war schon ganz schön geil alles. Dann möchte ich ja vielleicht weiter mit Jan-Marco zusammenarbeiten. Ach cool, okay. Und dann kann er das natürlich. Dann würde ich natürlich mich freuen, wenn du dir, das würde ich dann bei dir auch nochmal hier terminlich buchen, dass du dir meine beiden Webseiten mal anschaust und mir mal sagst, was dir dazu einfällt oder auffällt. Und das ist florian-eckert-zusammengeschrieben.de und florian-eckert.de. Die beiden Webseiten sind momentan online, werden auch stark frequentiert. Und aktuell mit ca. 100 Besuchern am Tag, beide. Und mich würde halt interessieren, was du dazu sagst. Das wäre total cool. Würde ich gerne auch mal in Anspruch nehmen, diesen kostenlosen Service von dir. Ne? Und ja, super, Florian ohne. Also florian-eckert.de und? Ah, Bindestrich. Oder Bindestrich, genau. Minus darf ich nicht mehr sagen, ist mir verboten. Genau, also florian-eckert.de und florian-eckert.de sind zwei unterschiedliche Seiten. Und das wäre toll, da würde ich mich total drüber freuen. Cool. Mhm. Ne, was dir da auffällt. Und immer raus, immer gerade. Sehr, sehr cool. Geradeaus, wie der Kölner sagt. Geradeaus, immer geradeaus. Ja, auf jeden Fall. Was du siehst, ne? Und was du und was du wertlos und was du wertvoll findest. Mache ich sehr, sehr gerne. Ne? Mache ich sehr gerne. Wenn dir das gut gefällt, darfst du mir natürlich dann gerne auch ein positives Testimonial demnächst geben. Wie sieht es eigentlich mit deiner Bewerbungsakademie? Wollte ich schon, weil alle im Moment am Akademiegründen sind. Aber ja. Ah, cool. Richtig gut. Richtig, richtig zufrieden. Ja, will jetzt. Super. Kann man ja einfach mal sagen, florian-eckert.de auch gerne mal ansurfen dürfen. Genau, da kann man sich das angucken. Ja. Genau. Möchte ich jetzt im Podcast nicht so viel drüber reden, weil ich jetzt mehrfach festgestellt, auch mit Kollegen, die darüber gesprochen haben, dass ja von vielen Podcasts auch gehört werden und die Sachen, die dahinter stehen, die würde ich mit dir dann gerne in einem explizit eigenen Telefonat besprechen. Aber nicht im Podcast. Ja, nee, klar. Nein, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, weil es ist ja vielleicht für den einen oder anderen Hörer super spannend, gerade wo wir jetzt in letzter Zeit wieder ganz viel lieben Feedback bekommen haben zum Podcast. Grüße gehen raus, vor allen Dingen ganz viel Mädels. Das, genau. Also super, super lieb und wertschätzen. Ich weiß jetzt tatsächlich im Moment gar nicht, ob es daran liegt, dass uns mehr Mädels zuhören oder ob die einfach wertschätzender und ja, wir haben aber auch schon in der Kommunikation. Schon hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Auch an den einen dann. Grüße gehen raus. Interessant, freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr. Ja. Finde ich auch eine mega coole Sache. Genau. Ja, dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle schon mal zum Ende kommen. Es sind ja schon, Gesprächszeit ist ja quasi
voll und diese Woche ist sehr, sehr voll. Dann so sprechen wir über alles, was liegen geblieben ist, dann in der nächsten Woche. Genau, wie wollen wir die Folge noch nennen? Ja? Lass uns mal diesen Begriff nehmen, den du da hast. Ach so, stimmt, das gibt's ja auch noch. Oder was? So können wir... Genau, so können wir es ja nicht. Genau, alles DSGVO oder was? Super, mein Bestes. Finde ich auch nicht schlecht. Dann machst du uns auch bis da zum nächsten Mal. Ciao. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li/podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.